Dieser Bruch, lieber Rasmus, soll jetzt partial zerlegt werden, in Partialbrüche zerlegt werden. Wir können verschiedene Sachen gleich feststellen. Einmal haben wir 3x hoch 8 geteilt durch x hoch 3 plus 1. Können wir erstmal durchlesen. Dann haben wir hier einen Zähler und einen Nenner. Das heißt, wir haben schon mal einen Bruch. Dann haben wir einen Zähler, der einen höheren Grad aufweist, nämlich die hier ist 8. Grades, der Zähler, und der Nenner ist nur 3. Grades. Und dabei können wir natürlich dann schon mal sagen, okay, dann müssen wir erstmal versuchen, hier Polynomdivision anzusetzen, bis wir einen Restterm rauskriegen, bei dem der Zählergrad kleiner ist als der Nennergrad. Gut. Was wir auch noch wissen müssen nachher für unseren Ansatz, ist, ob es Nullstellen gibt, ob die doppelt oder einfach sind oder was auch wie. Ja? Das heißt, als erstes könnte man jetzt zum Beispiel sagen, wir machen Polynomdivision von Zähler durch Nenner. 3x hoch 8 geteilt durch x hoch 3 plus 1. Wenn man aber will, kann man auch als erstes mal die Nullstellen des Nenners ausrechnen. Rechnen wir minus 1, x hoch 3 gleich minus 1, dann ziehen wir die dritte Wurzel. X ist dann gleich minus 1. Dann wissen wir schon mal, es gibt auf jeden Fall hierbei eine Nullstelle. Und hierbei teilen wir jetzt erstmal unsere, ne, dann bereiten wir uns also jetzt vor auf eine Partialbruchzerlegung. Hierbei haben wir auch eine Vorbereitung gemacht für die Insgesamtaufgabe nachher. Aber das ist jetzt hier auch so ein bisschen der Versuch, dass es zwei verschiedene Sachen gibt, die man sehen kann. Und die kann man natürlich dann vielleicht auch, vielleicht verwirrt es einen, was muss ich denn als erstes machen? Ich kann auch das erstmal beiseite legen, wenn ich das machen wollte gerne, und mich dann damit beschäftigen. Ja? Gut, jetzt hier weiter im Text haben wir also die Polynomdivision zu machen. So, 3x hoch 8 durch x hoch 3 ist 3x hoch 5. Das geht jetzt hier relativ zügig, weil es ja schon ein Basisvideo dazu gibt. Rechnen wir zurück. Minus 3x hoch 8 plus 3x hoch 5. Zack, minus 3x hoch 5. Dann haben wir hier minus 3x Quadrat. Minus, minus 3x hoch 5. Minus 3x Quadrat. Zack. Und hier bleiben dann 3x² stehen. Und dieser Restterm hat jetzt einen Grad, der kleiner ist als dieser hier. Deswegen ist das unser Restterm. Und wir schreiben hier noch hin, um das Ergebnis zu komplettieren, 3x² durch x hoch 3 plus 1. Wenn wir nämlich jetzt zum Beispiel die Aufgabe hätten, das Integral davon zu bilden, dann würden wir jetzt sagen, okay, nach dieser Polynomdivision können wir sagen, das Integral von dieser Funktion ist gleich dem Integral von dieser Funktion. Und dann könnten wir bei diesen beiden Termen schon mal unsere ganz normalen Regeln anwenden. Und dieses hier ist jetzt der Teil, den wir eigentlich Partialbruch zerlegen wollen. Ich nehme die Hilfsrechnung hier mal weg. Dann wird nämlich auch diese Zeile hier richtig. Ich mache hier ein ganz langes Gleichheitszeichen, aber nur angetäuscht. Das ist der Sinn von der Polynomdivision. Polynomdivision. Peu deux. Jetzt haben wir hier schon die Information stehen, was wir bei diesem Nenner für einen Ansatz fahren wollen, und wir kennen jetzt diese Nullstelle hier und wollen eigentlich jetzt nur noch rausfinden, ist das eine einfache oder ist das eine doppelte oder wie auch immer geartet bis zu dreifacher Nullstelle. Geübtes Auge sieht natürlich, dass diese Funktion hier folgendermaßen aussieht, die ist so und hat hier bei minus 1 ne, ist dann nur eine kubische Funktion oder x hoch 3 Funktion, die um 1 nach in y Richtung verschoben ist, aber das muss man gar nicht sehen, sondern man kann auch einfach x hoch 3 plus 1 teilen nochmal Polynomdivision durch x plus 1. Warum durch x plus 1? Weil hier x gleich minus 1 die Nullstelle ist. Und wir teilen jetzt also durch den Linearfaktor, der, wenn wir minus 1 einsetzen würden, 0 wird. Ja, oder man merkt sich einfach die Nullstelle und hier dann das umgekehrte Vorzeichen. Gut, ist gleich. Warum machen wir das? Erzähle ich nachher. X hoch 3 durch x ist x Quadrat. Zurückgerechnet minus, und hier geht es auch natürlich wieder zügig, weil schon eigentlich bekannt. Plus x Quadrat. Jetzt nicht den Fehler machen, dass wir 1 minus x Quadrat rechnen wollen und dann kommen wir durch den Tüdel, sondern wir rechnen hier immer nach dem Grad des x. Also x hoch 3 als erstes, dann x Quadrat. Also hier minus x Quadrat und dann steht hier ruhig noch plus 1. Das können wir hier mit runterholen als Reminder, damit wir es hier oben nicht vergessen. So, jetzt haben wir hier minus x Quadrat durch x ist minus x minus minus x Quadrat. Und dann minus x mal 1 ist minus x. Hier steht dann plus x plus 1. X plus 1 durch x plus 1 ist tatsächlich plus 1. Einerseits dadurch, dass hier jetzt eine kein Restterm mehr rauskommt, wissen wir, dass x gleich minus 1 tatsächlich die Nullstelle ist.
Und jetzt müssen wir natürlich diesen Term hier noch überprüfen. Hat der vielleicht noch andere Nullstellen oder hat der die gleichen Nullstellen wie das? Wenn der keine Nullstellen hat, heißt das, spricht das für den einen Ansatz. Und wenn der die gleiche Nullstelle hat, gibt es einen anderen Ansatz. Und wenn der, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe, also entweder hat er keine, genau die gleiche oder noch andere. Das wären drei verschiedene Ansätze, die wir dann hinterher fahren müssten, die aber weitestgehend auf Oberprima dokumentiert sein dürften. Also, 0 ist gleich x² minus x plus 1. PQ-Formel x1, 2 ist gleich negative Hälfte des Koeffizienten des x ohne Exponenten ist 1 halb plus minus Wurzel aus das Quadrat der Zahl hier vor 1 Viertel minus 1. Negative Wurzel, kein Ergebnis im reellen Zahlenraum. Das heißt, hier haben wir keine weiteren Nullstellen. KWNST. Ganz klar, KWNST heißt also, wir haben den Ansatz KWNST. Aber das ist jetzt auch nur so als merkwürdig. Ja, kann man sich vielleicht merken. Vielleicht kann man sich das auch nicht merken, dann muss man sich was anderes ausdenken an der Stelle. Jedenfalls wird dadurch, dass wir jetzt wissen, wir haben eine Nullstelle bei x gleich minus 1 und dieser Nenner hier hat danach keine weiteren Nullstellen und das Ergebnis der Polynomdivision, will ich hier nochmal hinschreiben, ist x² minus x plus 1 gewesen. Nur so als, das ist das, was jetzt noch wichtig ist. Denn jetzt kommt schon der Ansatz. Und zwar für diesen Teil, da schreibe ich hin 3x² durch x hoch 3 plus 1, ist quasi eine Nebenrechnung, ist gleich a durch x plus 1 plus bx plus c durch x² minus x plus 1. Das ist nämlich genau der Witz. Hier haben wir genau eine Nullstelle, hier haben wir keine weiteren Nullstellen, also wählen wir den Ansatz mit bx plus c obendrauf. Ist einfach nur auswendig gelernt, soll auch nicht hergeleitet sein, sondern an der Stelle wirklich greift nur diese Vokabel. Ja, und jetzt greift ein Schema. Denn wenn wir das soweit haben, können wir mit dem Hauptnenner multiplizieren. Da das mal das das ergibt, ist dieses hier auch tatsächlich der Hauptnenner. Genauso als wenn hier zum Beispiel ein Achtel oder a Achtel und hier steht irgendwas mit Halben und Vierteln, wäre auch Achtel das, der Hauptnenner. Also damit wird multipliziert mal x hoch 3 plus 1 und dann hinterher wird der Koeffizientenvergleich gemacht. 3x² ist gleich a mal x² minus x plus 1. Ja, wenn das mal das das ist, dann muss ich, wenn ich mit dem hier multipliziere, würde ich das ja normalerweise hier oben hinschreiben. Und dann ließe sich das x plus 1 rauskürzen und das bliebe stehen. Aber das kann man sich auch nochmal beim zweiten Durchlauf des Videos vielleicht nochmal genauer zur Gemüte führen, wenn man das denn möchte. Plus bx plus c, ich mache hier gleich schon Klammern drum, weil das multipliziere ich hier jetzt mit x plus 1. X plus 1 aus dem gleichen Grund wie hier x² minus x plus 1. Jetzt kann ich hier ausmultiplizieren, dann steht da 3x² auf der Seite, bleibt natürlich stehen. ax² minus ax plus a plus bx², plus bx plus cx plus c. Und ich habe ja gesagt, Koeffizientenvergleich, hier stehen Quadrate, aber es stehen da auch noch versteckte x und versteckte Zahlen. Also steht da 3x² plus 0x plus 0 und hier stehen jeweils x Quadrate, Werte mit dem x und Zahlen. Und daraus können wir jetzt schon gleich ein lineares Gleichungssystem machen. Wir können aber auch den Schritt vorziehen, dass wir die x Quadrate nach vorne sortieren. Steht da ax² plus bx² minus ax plus bx plus cx plus a plus c. Und jetzt können wir hier aber jeweils das x² und das x ausklammern. Ja? Dann steht da a plus b in Klammern mal x minus, plus minus a plus b plus c mal x plus a plus c ist gleich das da oben. Und jetzt können wir sagen, okay, die 3 hier muss gleich a plus b sein, 0 muss a minus a plus b plus c sein und diese 0 muss das hier sein. Daraus machen wir ein lineares Gleichungssystem und das lösen wir dann auf und das heißt, a plus b muss 3 sein. Minus a plus b plus c muss 0 sein und a plus c muss gleich 0 sein. Wo fangen wir an? Ich finde ganz schön das hier, weil da habe ich mich vorhin tierisch verrechnet. Ja, ich habe gedacht, ich rechne jetzt minus c und die nächste Zeile war dann, ist ja a gleich c.
Ja, und genau an der Stelle könnte man wahnsinnig werden, wenn das gelten würde, wäre das nämlich Mist. Hier rechnen wir ja minus c und deswegen steht hier a gleich minus c. Ja, man kann all das hier richtig rechnen und an der Stelle so einen dösigen Fehler machen, da habe ich echt wirklich mir die Haare gerauft. So, an der Stelle, wenn man das allerdings hinkriegt, dann dürfte der Rest, naja, wer weiß, vielleicht sind da auch noch Tücken drin. Also können wir jetzt statt a minus c schreiben. Hier steht ja minus a, also steht da c plus b plus c gleich 0, wenn wir dieses hier in diese Gleichung einsetzen. 2b plus c gleich 0 ist dann wie heißt es denn? Die Gleichung 2c plus b oder b gleich minus 2c. Ja, die beiden zusammenrechnen und dann minus 2c. B ist also gleich minus 2c. Und jetzt können wir das Ganze hier oben einsetzen in a plus b. Ich mache mal hier diesen Teil hier weg, weil das ist auch wieder nur Hilfsmittelkram, weil jetzt im Moment geht es nur noch darum. Und dann werden wir in dieser Zeile wieder ansetzen. Also hier steht ja a plus b gleich 3. Also a ist ja minus c und b ist minus 2c. Also minus 2c ist gleich 3. Dann steht hier minus 3c gleich 3 und c ist dann minus 1. Wenn c minus 1 ist, dann ist b gleich 2, wenn wir das hier einsetzen. Und a ist gleich 1. Dieses hier ist auch noch Hilfsmittelgedöns. Und jetzt können wir hier a einsetzen. A ist 1, b ist 2 und c ist minus 1. Und dann haben wir die Partialbruchzerlegung für diesen Restterm hier der Polynomdivision, die wir am Anfang gemacht haben, herausgefunden. Und jetzt können wir auch diese Zeile hier, da kommt jetzt ein Gleichheitszeichen runter, ist gleich Integral von 3x hoch 5 minus 3x Quadrat plus 1 durch x plus 1 plus 2x minus 1 durch x Quadrat minus x plus 1. Na? Dx. Und damit haben wir jetzt die Partialbruchzerlegung, die uns dann in die Lage versetzen kann, eine Stammfunktion davon zu bilden. Will ich in diesem Fall dir, glaube ich, überlassen. Warte mal, vielleicht will ich das auch nicht. Hier, ich gebe einfach mal einen Hinweis. Dieses hier war ja normale Integration, Exponenten erhöhen und dann den Koeffizienten durch den neuen Exponenten teilen. Auch hier gilt das. Dieses hier ist 1 durch x plus 1. Hier unten steht eine lineare Funktion. Da kann man jetzt entweder die lineare Kettenregel der Stammfunktionierung nehmen oder auch hier die logarithmische Integration nehmen. Denn hier oben steht genau die Ableitung von hier unten. Logarithmische Integration gibt es auch schon im Basisvideo. Wenn wir hier unten mal schnell die Ableitung machen, dann steht da 2x minus 1. Und das ist genau das, was hier oben steht. Das heißt, hier oben steht die Ableitung von dem. Deswegen können wir hier relativ zügig dann zu einer Stammfunktion kommen, die ich jetzt allerdings wirklich verschweige. Das habe ich mir gerade so vorgenommen. Und das werde ich auch so tun. Das dx steht hier übrigens hinten dran. Hier ist noch das Schild und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.